Eins ist sicher, meinen ersten Saunabesuch in Deutschland werde ich bestimmt nie vergessen. An einem kalten Wintertag ringe ich mich endlich dazu durch, der prächtigen Saunalandschaft in meiner Straße, die ich jeden Tag beim Vorbeigehen neugierig beäuge, einen Besuch abzustatten. Gut, ich ziehe also meinen Badeanzug an, darüber einen Bademantel, gehe durch die Tür, gelange in einen Raum mit mehreren Saunen und entscheide mich für die finnische, als der Mann vor mir seinen Bademantel auszieht. Ich bin kurz davor, die Sauna auf sich zu rufen, als ich einen zweiten nackten Mann sehe, dann eine Frau. Ach du lieber Himmel, alle sind nackt in dieser Sauna. Beim Gedanken, dass auch ich mich ausziehen muss, bin ich gelähmt vor Angst. Heldenhaft, wenn auch zitternd, ziehe ich meinen Badeanzug aus. Die ersten Sekunden sind eine Qual. Ich bin sicher, dass alle mich lüstern anstarren. Und auch ich ertappe mich dabei, dass mein Blick überall da hängen bleibt, wo er nicht hängen bleiben sollte. Ich fange an zu schwitzen. Vor Scham und wegen der Hitze. Zumal die Sauna sich langsam füllt und Fremde sich ganz selbstverständlich neben mich setzen. Jetzt wird es aber wirklich eng. Da kommt ein Saunabediensteter mit einem Wassereimer aus Holz herein. Er hat ein Tuch um die Hüften und einen Filzhut auf dem Kopf. Später erfahre ich, dass der Hut ihn vor der Hitze schützt. Er wird einen Aufguss mit Eukalyptusöl machen, verkündet er. Wenn Ihnen zu heiß wird, dann können Sie rausgehen. Und schon gießt er mit seiner Kelle Wasser auf die Steine auf dem Ofen, das sogleich zischend verdampft. Er verteilt die heiße Luft, indem er energisch mit seinem Handtuch wedelt. Die glühende Luft schlägt mir ins Gesicht. Schützend halte ich meine Hände davor. Habe ich da etwa einen Schweißtropfen meines Nachbarn abbekommen? Es hat kein Ende. Ich würde am liebsten rausrennen, aber ich traue mich nicht. Alle anderen bleiben geduckt sitzen und leiden still vor sich hin. Endlich verkündet der Zeremonienmeister, dass es vorbei ist. Alle drängeln zum Ausgang, ich auch. Uff. Ich folge den anderen unter die Dusche. Ah, jetzt prasselt kaltes, klares Wasser auf meinen brennenden Körper. Dann geht's ab in das Tauchbecken. Das ist so eiskalt, dass mir der Atem stockt. Wieder draußen überkommt mich eine Welle des Wohlbefindens. Liegestühle laden jetzt zu einer kleinen Ruhepause ein, bevor es in der nächsten Saunakabine weitergeht. Manche machen die Prozedur mehrere Male hintereinander mit. Was mich angeht, ist mir diese erste Erfahrung genug. Auch wenn ich verstehen kann, wie wohltuend ein Saunagang sein kann, kann ich mich doch nur schwer an das Nacktsein gewöhnen. Gut, niemand starrt einen lüstern an, obwohl. Aber ich finde es seltsam, so zu tun, als sei nichts. Beim bloßen Gedanken daran, meinem Stiefvater oder meinem Nachbarn zu begegnen, wird mir ganz anders. Die 2000-jährige finnische Saunatradition ist in Deutschland überaus beliebt. 2/3 der Deutschen gehen regelmäßig in die Sauna. Kanzlerin Merkel hat übrigens die ersten Stunden des Mauerfalls verpasst, weil sie mit einer Freundin in der Sauna war. Dass Badekleidung in einer Sauna verboten ist, hat hygienische Gründe. In der Feuchtigkeit vermehren sich Bakterien. Zurück in Frankreich gebe ich Sauna Paris im Internet ein und stoße auf alle möglichen Clubs für Partnertausch und Gruppensex. Schließlich finde ich im Fitnessclub eines Hotels eine normale Sauna. Natürlich mit Badeanzug.